So, Leute, da sind wir beim nächsten Opening. Und wir gucken uns an Marsch der Maschinen, ein Commander-Deck in Deutsch, und zwar von Lichtfote, Erweckerin der Seelen. Das grün-weiß-rote Commander-Deck äh, wurde mir bereitgestellt von Wizard of the Coast. Vielen Dank dafür. Ähm, wir, wir haben von Radio Ravnica so ein, ein kleines Care-Paket bekommen und da war unter anderem dieses Deck mit bei deswegen dachte ich, mache ich das mal mit euch gemeinsam auf. Gucken wir uns mal an, was da drin ist, was ihr so dafür bekommt. Wahrscheinlich haben alle von euch die schon gekauft und wissen alle schon, was da drin ist. Ich weiß es nicht. Dementsprechend würde ich es ganz gerne aufmachen und ich nehme euch einfach mit. Gucken wir uns an, was diese... Ah, diese hier sieht man sogar noch die Verpackungsmaterial von of Cosmo geschickt hat. Geil. So, dann haben wir hier. Okay. Äh... Lerne die spirituelle Selbsthilfe-Geheimnisse von Lichtpfote. Das ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Dann haben wir hier so, so Stamp Markers zum Outstampen. Äh, die Karte leider nicht. Hier ist so ein Command-Field dafür. Also man kriegt in der Pappe noch ein bisschen was mehr dabei. Dann haben wir, äh, fällt alles runter, noch Stuff. Wenn ich irgendwo. Oh, da ist ein Würfel bei. Jawohl, der Würfel. Und hier ist noch. Anderer Stuff. Und mehr Sachen zum Auspanschen. Hier zum Beispiel das l symbol ähm, Hier der Plane-Zug. Stuff zum Auspanschen, wenn ihr es braucht. Ich brauche es tatsächlich nicht. Dann habt ihr hier so eine Pub-Box. Ist ganz nett. Nutze ich tatsächlich auch hin und wieder mal von Karten zum Verstauen, aber für sonst nichts. Diese Würfel, großartig, kommen wir gleich zu. Äh, das ist ein plane würfel äh, Wie ihr alle, wie ihr bestimmt alle wisst, ist es ja so, dass wir plane hier hierbei haben. Und Plane Chase ist ganz großartig. Ähm, wir haben hier die, die Plane Chase Karten. Ich werde euch die nur mal zeigen, weil zu Plane werde ich ein eigenes Ding machen. Und diese ganzen Papierschnipsel. ich liebe es ja, dass die da drin sind, aber ich, ich hasse sie, dass sie da drin sind, weil sie ja alles voll machen. Was haben wir eigentlich für einen schwarzen Umschlag für einen Fancy? Kann ich als Brief verschicken? Hier haben wir einen Sample Booster. Ähm, dann haben wir hier genau chaotisches Äther. Das sind die Phänomene. Ich werde euch einmal ganz kurz zeigen, welche Phänomene ihr habt hier drin. Und dann gehen wir weiter direkt. Wie gesagt, im Laufe der nächsten Wochen sollte ein Blacky erklärt rauskommen, wo eben ich euch das so ein bisschen zeige. Chaotische Äther ist eine alte Karte. Junt ist eine alte Karte. Bluthügelbastion auch eine alte Karte. Das Hügelland, alte Karte. Wenn ihr die alten Karten nochmal sehen soll, wollt oder generell sehen wollt, welche. Äh, ganzen Plane Chases gibt. Ähm, ich hab, äh, lau laufen bestimmt hier oben auch durch, ich hab mal alle Spielmodis, die es sogar gab. Also Commander war ja auch mal ein Spielmodus. So, das heißt Jumpstart, ähm, dann diese diese Minigames, aber eben auch gute Plane Chase oder Arch Enemy habe ich tatsächlich mal erklärt in äh, Zeige- und Erklärvideos. Blacky zeigt, Blacky erklärt. Und da habe ich halt alle die kompletten Sachen gezeigt, die hier abgehen. So. Der ist neu, Mega Flora Dschungel. Jede Kreatur mit Mana Betrag zwei oder mehr hält, hm, hm. Der ist nicht schlecht, vor allem für Token Decks. Ähm, Springfluteninsel von Dominaria, Tag die große Drachenhorst, kräftigen drei, auch nicht schlecht. Die goldene Stadt von Oraza, auch nicht schlecht, Aufstieg. Und einmal Towashi. Auch sehr cool. Fun Fact: Tomashi ist Modus, die du kontrollierst. Es liegt daran, es gibt verschiedene Spielmodis, die hier auch, glaube ich, irgendwo erklärt werden. Es gibt zum Beispiel verschiedene Spielmodis, die hier eingeführt werden für Plane Chase-Möglichkeiten. Auf die werde ich zum Beispiel in dem neuen Video ein bisschen mehr eingehen. Commander ist jeder gegen jeden. Kurz erklärt, was Commander ist. Und einmal das Deck erklärt. Könnt ihr euch mal durchlesen, wenn ihr wollt sonst packe ich es weg, dann packe ich die plane sachen weg. Äh, der Würfel ist großartig und wunderschön, vielen Dank dafür. Ich liebe plane -Jazz. ich finde es großartig, dass wir plane wieder haben. Dann haben wir hier so ein, so ein Live-Ding. Die finde ich jetzt ein bisschen schade, dass sie die jetzt ohne die äh, immer gethemten Sachen für die Commander wirklich hatten, aber so können sie halt auch außerhalb des commanders nutzen. Dann, Sample-Booster. Das Interessante für alle. Ich weiß gar nicht, ob in diesen Sample-Boostern auch zum Beispiel Karten mit einer Nummer drin sein können. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Äh, sind diesmal sogar drei? Nee. Was haben wir hier? Ah, da haben wir eine Deckkarte, okay. Dann haben wir einen Blutfederphönix. Zwei mit Mana zwei zwei Fliegen, kann ich blocken. Immer wenn spontanzer aber die du kontrollierst mit einer Chance oder eine schlachtschance für, kann man rot bezahlen. Falls man das tut, bringen wir den zurück ins Spiel hat. Eile bis es zu. Nett. Und Tetsuko Omezawa, die Flüchtige. Zwei meiner 1, Kreatur Militär oder Stärke 1 oder weniger können nicht geblockt werden. Sehr, sehr starke Karte für den das hätte Natalia sein können. Hm. Hm. Als Sample Pack. Ganz nett. So, gucken wir uns mal an, was wir so haben. Wir haben hier eine Menge Tokens. Tokens, muss ich ja sagen, die ich eh schon immer sehr begeistert von. Und unseren Commander. Unser Commander ist Lichtpfote. Erweckung der Seelen. 4 Mana, 4 3 mit Hilfestellung 1. Das heißt, wenn sie ins Spielfeld kommt, legen wir eine Plus 1 1 Mark auf eine andere Kreatur unserer Wahl. Auf eine Kreatur unserer Wahl, so ist es richtig. Und falls es eine andere Kreatur ist, erhält sie die Effekte von dieser Karte. Das bedeutet, sie erhält dann immer, wenn diese Kreatur angreift, verdoppelt die Anzahl von Plus 1 zu 1 Marken auf einer Kreatur deiner Wahl. Ähm, jene Kreatur äh, kann in diesem Zug Kreaturenstärke 2 oder weniger nicht geblockt werden. Zwei oder weniger, okay. Das ist ganz cool zum Durchkommen. Wie immer in diesem, in diesem dickeren Pappe mit Edged äh, Finde ich ganz nett, dass sie dabei sind. Dann haben wir Geister, Goblins, Elefanten, Schmet Was? Sch Schmetterlinge und Segen der Stadt. Warum auch immer wir viermal Segen der Stadt haben. Remassuri farblose und Schätze. Das ist nice. So, und dann kommen wir schon zu äh, dem. Eigentlich interessanten. Hier haben wir nochmal den Commander in dieses Mal äh, richtigem Foiling und als richtige Magic-Karte. Und ich habe den. Oh, ich habe das, das Band gefunden zum Öffnen. Großartig. Groß, großartig. Äh, kurz zu den ähm, Plane Chase. Ihr habt in jedem Deck verschiedene Plane Chase-Karten drin. Dementsprechend passen die hier wahrscheinlich hierzu. Und unser zweiter Commander ist Saheli und Halar. Engel 11. Wer kennt's nicht? Klassische Kombi. Vier Mana, drei, drei, fliegen Wachsamkeit. Immer wenn ein oder mehr plus eins, eins Marken auf eine Kreatur gelegt wird, die wir kontrollieren, ähm, fügen, was? Gelegt werden, fügen Schalei und Hala. Das muss man ja jetzt auch doppelt sprechen. Stimmen. Krass. Einem geht der Wahl entsprechend viele Schadenspunkte zu. Starke Karte. Das ist ein Finisher. Je nachdem, was du halt hast. Klingt das? Sehr gut. Gucken wir uns an, was wir haben. Wie immer bei den großen Packs, ähm, wir sind jetzt schon ein paar Minuten drin. Ich äh, gehe die Rares und Mythics so ein bisschen genauer durch, wenn ich was Interessantes finde oder was äh, Vorlesbares oder was nicht kenne, was Neues ist, ähm, werde ich es vorlesen, wenn es was ist, was mir bekannt ist. Oder ich denke, dass jedem Commander-Spieler und jedem Anfänger diese Karte was sagt, wie zum Beispiel Wald, dann werde ich diese Karte nicht vorlesen oder erwähnen. Ähm, dementsprechend gehen wir jetzt einfach mal einfach mal durch. Champion der, Todesbegrü der Todesbegrüßerin. Mit Sturmangriff, 3 Mana 2 1 hilfestellung 1 doppelschlag Die ist halt ganz cool. Man kann sie halt für 3 Mana spielen und direkt Doppelschlag geben. Oder ihr müsst der Hand immer wieder geben. Das ist ganz nett. Ziviler Ungehorsam, nicht Spielkreaturen. Aufruhr 1. Also ihr könnt mit Plus 1 zu 1 machen oder Eile ins Spiel kommen. Auch hier Plus 1 zu 1 marken. Sehr, sehr cool. Wundsekret, Elixier, Tappen für 2 Mana. Falls ein oder mehr Weltenwürfeln würfelst, er würfelst du dessen entsprechend viele Plus 1 einen und ignoriere ein Ergebnis. Sehr, sehr coole Karte für Plane Chase tatsächlich. Meisterin der Spiegelkunst. 6x3, 3, Hilfestellung 3. Ja, Hilfestellung 1, die haben immer Hilfestellung 1, kann das sein. Wenn du angreifst, erzeugen wir eine Kopie davon. Not that bad. Beschützende Schuppenfürsten. Hilfestellung, Fliegend und Angreift können wir in Friedhof was holen, was kein Land ist. Das ist eine Art von, weil ich sagen, Stärke der Kreatur ist. Ist, ja, spannend. Ist ähnlich wie ein Zandheiten als Drache. Stimmt ganz nett. Waldlindwurm. Ist eine 7-Mana-4-4 -4 mit Hilfestellung 3. Ich habe es gerade noch gesagt. Da kann man dann aus dem Deck eine bleibende Karte wiederholen. Fahrt der Pyromagierin. 5-Mana-Extra-Reihe. Wirft alle Karten ab. Erzeuge so viel rotes Mana, wie abgeworfen wurde. Und wenn wir einen... Für jeden Weltenwanderer oder Chaos... Welten dann noch? Ach, das ist, oh mein Gott. Leute bestimmen, was man würfelt. Und wenn man, okay, so ein Quatsch. Hammer, Hauptmann der Konklaven ist ein Elf Elefantsoldat. Ich mag Elefanten. Wer hätte das gedacht? Elefanten sind halt einfach cool. Hilfestellung 1, Hilfestellung 1, Hilfestellung 1. Großartig, liebe alles dann. Das heißt, wenn das Spiel kommt, werden wir drei Kreaturen aus, sie kriegen Trampel. Und immer wenn sie Schaden zufügen, legen wir sie plötzlich eins 1, -1 machen auf sie. Das ist ein stronger Finisher. Oder, oder zumindest Angreifer. Uh, kalonische Hydra. Hallo. Das ist eine gute Karte. Lunarch, Mikaeus, auch eine sehr coole Karte, schon etwas älter, Blätterdach Panorama als Landbasis, nicht schlecht. Tempel von Lamholt, damit man nicht geblockt werden kann. Zunderwaldlichtung, auch mehr Landbasis. Doromokas Befehl, auch sehr sehr schön, wie viele hier schon wieder drin sind. Exotischer Obstgarten ist gefühlt in jedem Commander Deck mittlerweile drin. Ich hätte mal ganz gerne, dass da was anderes drin ist. Flammenrausch, Reiterin, habe ich neulich in der in Promo-Version eine Folge gehabt, das war ein bisschen seltsam. Flammenschattenbeschwörung, die ist nicht schlecht, aber weil man damit Kopien erstellen kann für Commander, weiß ich nicht, warum die nicht so viel gespielt wird. Vergessenes das Urwesen, das war im allerersten Commander-Deck auch drin. Ähm, also im allerersten Commander-Cycle, das zeigt, wie alt diese Karte ist. Und äh, ihr wisst es ja selber, Magic ist so ein bisschen einen Power-Creep durchgemacht, dementsprechend sind meistens diese Karten nicht mehr so gut. Okay, das ist das Dorf der Knoten der Wildfahrt, wo man eben Spiel bekommt. Wenn, Kleinstadt von Gaven. Uh, uh, ist das ein neues Artwork? Kann, kann mir jemand in die Kommentare schreiben, dass ein neues Artwork ist? Das ist nämlich eine sehr coole Karte, die man mal im Modern gespielt hat. Genesis Hydra, das ist auf jeden Fall ein neues Artwork. Sehr coole Karte, was aus dem Deck zu holen. Weise des Wirbels für Mana, auch nicht schlecht. Himmel und Erde, Schadenspunkte an äh, Kreaturen mit Fliegen und allen ohne Fliegend. Spannend. Oberste Wache von Ashyadi, auch gar nicht schlecht Inkubationsdruide. Stark. Inschrift des Überflusses, die habe ich auch zu Überfluss. Glaub mir, die habe ich zu Überfluss. Ionensturm mit plus eins mag ist nicht schlecht. Uh, Cassing wolfran sehr sehr coole Karte als Land für jedes rotgrüne Deck sehr cool zu gebrauchen. Krenko der Zinnstraßenboss. Der hat auch ein neues Artwork und ich liebe das Artwork. Das ist ja geil, das Artwork. Das gefällt mir gut. Dramana 1, 2 und man macht Goblins mit dem. Das gefällt mir gut. Dann Mana verschlingende Hydra, auch nicht schlecht. Moos Feuertal, das äh, lustigerweise in einem Deck drin war und äh, das hätte auch eine Nissa sein können in dem anderen Deck. In Kamigawa. Ähm, Mooswurzbrücke Wurzbrücke, hier auch mit dem neuen Wording, mit Refugium 4. Kommt getappt ins Spiel, muss nochmal einzeln gesagt werden. Ähm, das haben sie geändert in Streets of Capenna. Engel der Wiederherstellung. Also den haben wir auch so oft jetzt gesehen. Rischka haben wir auch schon relativ oft gesehen. Ende des Semesters eine sehr coole Karte tatsächlich als Spontanzauber. Strione ist Resonator. Der war tatsächlich sogar teuer mal eine Zeit lang, wo man Triggered Abilities kopieren kann. Stark. Sonnenkrausprärie. Die Landbase ist fast schon okay, glaube ich hier drin. Ich habe noch keine Tempel gesehen. Eigentlich ist es ganz okay. Der Regent, weil der nicht ankam, warum ist denn der rare? Oh, wa warum rede ich? Warum rede ich? Tempel. Tempel bin ich kein Fan von. Immer noch nicht. Tempel, Tempel, Tempel. Für immer zusammen. Wow, hier sind echt viele Rares wieder drin. Für immer zusammen. 200 Verzauberungen. Wenn das Spiel kommt, wende Beistand 2 an. Und, okay. Hand zurück. Triskelon. Da, da, fuck. Ja, macht Sinn, mit den ganzen Plus 1 Marken. Ha. Dann, Befehlsturm, Sphäre des Kommandeurs, Kultivieren. Ach, diese ganzen Klasse. Oh, uh, der Kraftstein ist wieder drin. Würfel den Weltenwürfel. Sehr, sehr coole Karte für äh, Plane Chase. Tatsächlich. Stolze Mieze. Ich liebe das Artwork bis heute. Es ist so cool. Waldelfen haben die auch ein neues Artwork. Es sind so viele neue Artworks, die ich noch nie gesehen habe. Ich werde wahrscheinlich hart ausgelacht werden in den Kommentaren. Alle so, oh, Blackie, die gibt schon seit 20 Jahren. Ja, weiß ich nicht. Äh, aber das ist eigentlich ein ganz cooles Deck. Also es, ist, es, gilt, es gilt tatsächlich als eins der schlechteren Decks. Aber, also was ich hier sehe, finde ich sehr, sehr stark. Also klar, es sind halt alles Karten, die man schon mal irgendwie hatte oder besitzt oder sonst was. Aber wenn man diese Karten nicht besitzt, ist es eigentlich ein sehr cooles Deck. Es ist halt sehr ähnlich dem Deck aus ähm, Innistrad Midnight Hunt, dem grün-weißen Deck, wo auch Plus-1-1-Marken Plus gespielt wurden. Ja, es ist sehr ähnlich dem. Es geht wieder nur um Plus-1-1-Marken, Plus keine Trampelmarken oder sonst was. Und das ist sehr ähnlich, ja, aber an für sich für ein naher Kommandodeck deck und für das, wie, wie günstig ihr die teilweise bekommt, inklusive Plane Chase, finde ich das eigentlich ganz gut. Das gefällt mir sehr gut. Äh, ist ein cooles Deck, auch wenn es nicht Esper-Farben ist oder irgendwie Blau-Weiß-X oder Schwarz-Weiß-X, ähm, was ja so meine Favorite beiden Typen sind. Also Blau-Weiß-X oder Schwarz-Weiß-X sind so meine Favorite. Äh, Typen. Und äh, die ist hier nicht drin und trotzdem finde ich das Deck eigentlich ganz cool. Das erinnert mich sehr an meine Vergangenheit, äh, wo ich wirklich sowas fast nur gespielt habe und einfach mit Blasant-Science meine Gegner überrannt habe. Ja, vielen Dank dafür. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ein Abo, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Es gibt einige Leute, die mich gucken, die nicht abonniert haben. Ähm, ist cool, motiviert mich ein bisschen mehr, nochmal was zu machen. Ich bin aktuell ja ein bisschen, bisschen äh, inaktiver aus äh, persönlichen Gründen. Und ja, ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. I'll Black seed. Ciao, ciao.